Hallo liebe Zuschauer, hier sind wieder mit Einbrecherkönig Klaus Wurmstichler. Wir haben uns hier in den Turm eingeschlichen, um hier der Mission des etwas merkwürdigen Hausmeisters zu folgen. Für den wir zwei Demigeist-Statuen klauen sollen, weil der irgendwie so ziemliche Probleme hat. Aber nicht nur mit Statuen, sondern auch viele andere, glaube ich. Aber gut. Der guckt gerade woanders hin, ne? So, wir müssen jetzt hier durch den Turm schleichen und nicht entdeckt werden. Gerade auf die Map gucken. Wo sind wir jetzt eigentlich? Das ist... Okay. So, hier haben wir auch schon eine Handbuchseite entdeckt. Aber wir schleichen hier mal schön weiter. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Jetzt haben wir nämlich ein kleines Problem. Den Vertrauensschülern, deren edles Bad wir schon besichtigen durften. Also. Revelio. Ich dachte, hier wäre gerade was vorbeigeflogen. Okay, wir müssen an dem vorbei. Hier ist auch wieder so ein Schrank. Oh, nee. Wie soll man denn das machen? Sind wir hinter der Uhr? Oh nein, Schlüssel. Ich habe keine Zeit für dich. Confringo. Akio. Was man nebenbei alles so macht. Dahin. Weiß ja nie. Boi! Schubbelbups! Warum stehen denn hier überall Leute rum? Haben die sonst nichts zu tun? Natürlich jetzt schlau. Oh, Klaus. Du bist eine Niete. Geh mal da schön nachgucken, mein Freund. Oh nein, und die quatscht die mich nicht an. Der Krankenflügel. Ruhe, Ruhe. Du siehst mich nicht. Sie sieht mich einfach nicht. Okay. Ein Einhorn mit einer. Oh Gott. Erstmal hier um. Ah, da hinten ist dieser eine Vogel.
Man den vorbei. Das Zusammenspiel, das Herumfliegen und. Wir fliegen über Seiten rum, oh Mann. Zwei Professoren. Hallo Skelett. Zu lange nachgesessen hier, nachsitzen gehabt. Was hier die Krankenabteilung? Okay. Sieht nicht sehr gemütlich aus, muss man sagen. Ah, damit könnte man jemanden ablenken. Okay. Was ist hier? Oh, shit. Okay. Ich brauche nur das Ding, das ist mir wurscht. Der Demigeist-Mond. Für Mr. Moon. Der so ziemlich einen an der Waffel hat. Aber gut, wir machen das hier. Schloss. Gott, wo soll ich denn hier noch überall einbrechen? Jetzt kommen wir jetzt hier wieder vorbei. Da steht ja dieser eine Dödel immer noch rum, ne? Upsili! Der steht immer noch rumstehen, der Dödeli. Okay. Nicht, du siehst mich nicht. Das ist eigentlich sein hier. Revelio. Geht nicht. Revelio. Was ist so ein magisches Ding? Confringo. Okay, geht also von der Entfernung hier nicht. Schade. Naja, gut. Kann ich alles haben. Wir müssen zu Mr. Moon zurück. Ups. Und in die frohe Nachricht bringen, dass wir diesen Demigeist haben. Kriegen wir den jetzt hier abgelenkt? Der könnte mich sehen, wenn er sich umdreht. Wo ist denn? Ah, hier. Ah. Oh. Geht Licht an. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob hier noch einer kommt.
Außerdem kann ich eh nichts. Ich habe meine Ausrüstungsplätze sind voll. Ich kann eh nichts mitnehmen. Okay, dann ist es egal mit der Tür. Ich habe keinen Platz. Ich muss diese Merlins-Prüfung zu Ende bringen. Dann kann ich wieder was. Expelliarmus! Wieder was. Oh, sorry, falscher. Falsches Zauberset. So, hier, mein Freund. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Monde, Sie sind Mr. Moon. So furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt doch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Ja, wenn ich halt doch gern. Also. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Jetzt denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Wie viele Statuen gibt's? Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Ja, ein bisschen Verfolgungszwang, glaube ich. Aber wir haben ja auch schon ein paar entdeckt in diversen Lehrerzimmern auch. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Oh je, warum ist da eingelassen? Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis... Rebellion. Auftrag abgeschlossen. Der mondbesessene Hausmeister. Er so ziemlich einen Sockenschuss hat, aber okay. Ist ja. Ich meine, ich hatte hier einige Zauber und diverse Probleme, aber gut. Der Mann, der den Mondenauftrag verfolgen. Okay. Was müssen wir jetzt da machen? Der Mantel im Mond. Mr. Moon wird von einer fortgeschrittenen Form von Alohomora beibringen, sobald ich alle Demigals-Statuen gefunden habe. Ich sollte Hogwarts, Hogsmeade und alle Dörfer nach dem Statuen absuchen. Ich kann die Monde von den Statuen nur nachts einsammeln. Also wir müssen das immer nachts machen, damit ich eh gerne unterwegs. Wir schlafen sowieso nie. Vorgeschlagene Stufe 11, da bin ich schon doppelt drüber. Alohomora 2, Krimi und Alohomora 3. So, dann müssen wir natürlich sämtliche Dinger finden. Erstmal 9, dann kriegen wir Alohomora 2. Okay. Ja, okay. Also mit dem Tierwesen wäre natürlich auch cool jetzt zu machen. Was ist hier? Dissendium für Süßes. Okay, der Mann hinter dem Mond. Okay, das ist das. Naja, wir müssten eh nochmal nach Hogsmeade. Zauberanweisung für Beschwörung kriegen wir da. So, ja, dass es dahin hinführt, ist mir klar. Okay, aber ich glaube, ja gut, wir müssten sowieso noch Hogsmeade, dann wäre das vielleicht gar nicht mehr so schlecht, das da mitzumachen. Ich meine, die hätte ich auch schon gesehen, diese einäugige Hexe. Hä? Wer war es denn jetzt, nach oben oder unten? Ach,
Wo kommst du denn jetzt her, Mieze? Kannst du dich auch unsichtbar machen? Miau. Revelio. Ach, die Truhe. Oh mein Gott, die hatten wir schon. Das scheint die richtige Statue hier, zu sein. Ja, genau. Was war das Passwort? Knabbelbülrabimbelbims, oder? Irgendwie. Descendium. Ach so, ja, genau. Das klingt so ähnlich. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Das fragst du echt, Klaus? Du hast doch schon ganz andere Sachen gesehen unter Hogwarts. Der ganze Berg ist eine einzige Schweizer Käse-Durchhöhlung mit Tausenden von was weiß ich alles. Gängen und Räumen und automatisch anzündenden Fackeln mit Bewegungsmeldern. Das finde ich mal erst modern. Das will ich auch immer im Keller haben. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Okay. Revelio. Sonst noch irgendwas? Wir haben noch dieses tolle Reparo, oder? Wie hieß das Ding nochmal? Wo habe ich denn das hier? Reparo! Ich muss den Aufzug reparieren, um ihn benutzen zu können. Jupp, plopp, mit Zubehör und Spinnen. Das scheint gewirkt zu haben. Das raschelt denn hier so, das gefällt mir aber gar nicht. Okay. Abwärts! Socken, Herrenunterwäsche, nieder. Oha. Wer hat denn das hier alles unterhalb von Hogwarts gebaut? Will man das wissen? Sollte man das wissen? Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Oh. Oh, Klump. Das ist, Flump. Genau das, was ich brauche. Aha. Revelio. Weiß ja nicht, ob wir hier kämpfen müssen, hier unten. Ja, zur Not haben wir ja unseren Zombie-Zauber hier parat. Wer hat noch jemand Stützbalken eingebaut? Da sind wahrscheinlich schon Generationen von Schülern heimlich durchgelaufen. Oh. Hä? Revelio! Ist jetzt hier was im Wasser oder nicht? Nee. Dachte ich. Ach, hier ist eine Kröte, die. Okay. Die macht den Krach. Oh Gott. Incendio! Ja, aber auch schon länger keiner mehr dann. War hier nicht eine Truhe oder sowas? Hier. Ach scheiße, ich habe keinen. Na gut, das geht ja nicht verloren, aber ich kann sie jetzt nicht mitnehmen. Wenn es Geld gewesen wäre, hätte es ja geklappt. So, was ist das jetzt hier? Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Akio! Ach so. Levioso! Ja, mal mehr. Das ist ein mühsamer Weg hier. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Revelio.
Oh, da unten sind wir auch nochmal Hocklump und so was. Das hole ich mir noch. Fledermäuse? Ich hoffe. Ja, Geld. Geld ist okay. Und hier ist die Kröte. Wer hat denn diesen Fisch? Was ist mit diesem Fisch los? Sollte Selbstmord begehen. Okay. Und ist hier irgendwas im Wasser? ja, okay. Mhm. Wo kommen wir nach wo? Leviosa! Reparo. Okay. Da flattern hier Fledermäuse rum. Das Hautkulisse ist schon cool, ja. Muss ich echt im. Oh. Okay. Levioso! Okay, ist überhaupt nicht kompliziert der Weg hier. Nein. Moment, ich wollte die. Quatsch. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Oh Jesus. Okay. Repar. Ja. Nur ein kleiner Geheimgang. Warum nicht, ne? Oh, hier ist er ja fast daneben gegangen. Ist ja alles überhaupt nicht kompliziert, ne? Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Hm? Akio! Brigade Leviosa! Levioso! Ich möchte ihn nach unten ziehen. Akio! Vengadio Leviosa! Die sich einklappen, aber dann denke ich, dann falle ich hier runter, ne? Was ist das jetzt hier? Da ist doch so ein Hebel, oder? Der geht nach oben. Was bewirkt der denn? Hm. Das geht nicht. Akio, Vengadio Leviosa. Ach, das Ding war das. Oh, da habe ich das falsche. Okay. Leviosa. Jetzt. Dieses scheiß Schild muss ich bekommen. Okay. Sorry, da war ich zu blöd für das richtig zu erkennen. Okay. Revelio. Das ist mein erster Tag hier. So. In diesem Tunnel zumindest. Oh, eine Ratte. Wie liegt denn hier alles rum? Ich
denn hier rüber? Hallo, Froschi. Okay. Revelium. Hier muss der Ausgang sein. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Ja, ja, aber hier ist eine Truhe. Das interessiert mich jetzt erstmal eher und mehr. Aber gut, wir haben wahrscheinlich wieder keinen Platz für unsere Ausrüstung hier. Oh, ich komme doch jetzt hier nicht nochmal zurück. Frage ist, was können wir denn in Bären hier und einen ganzen Schrumpf, den wir dabei haben? Muss schon was ganz Billiges sein, ne? Gut, die bringen nur 60. Na komm. Ein geometrischer Hausumhang. Geometrisch? Okay. Na gut, das war jetzt auch nicht so prickelnd, aber ist jetzt auch wurscht. Geometrisch. Revelio. Ja, wenn das Blau mal weg wäre, dann. Okay. Was ist das hier? Confringo! Und dann eine profane Leiter? Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Und Ratten. Revelio! Ach, nee. Okay, Mann. Ist das wohl so? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? So, dann komme ich noch wieder runter, ne? Revelio. Gut. Ich habe die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. So, was haben wir jetzt hier für einen Umhang gekriegt? Geometrischer Hausumhang. Wieso ist der geometrisch? Ach so. Ach du grüne Neune. Kriege ich Augenstörung, wenn ich das sehe. Moment, der hier. Der ist nur 60 wert. Mal gucken, ob wir hier was Besseres finden. Revelio. Grün gestreifter Handschuh. Nee, das ist nichts Besseres. Aber okay. Können wir nie wissen. Was ist hier mit dieser Leiter? Hm. Wo steht die hier? Ich habe irgendwie. Repar! Nichts zu sagen. So. Ich tue mal so, als wäre ein ganz normaler Gast hier. Ja, schöner Laden. Also, ich bin jetzt schon eine Weile hier drin.
Hallo, Leute, wie geht's euch so? Ich glaube, der Ninfler ist jetzt nicht sauer, dass sie ihm sein Zeug geklaut haben. Lecker Kuchen. Yummy, yummy. Schlossstufe 2, okay. Oh, lecker Totenköpfe, ja. Gut, dann können wir uns jetzt hier also auch pieseln. Was ist denn ein Schwebeboden oder was? Was haben wir hier? Ah ja, okay. Viel Tierimitation. Ja. Das waren die Schwebedinger, okay. Auch immer witzig. Oh, hier haben wir einen Schlossstufe 1. Das würde aber auch nichts bringen, weil wenn wir da Gegenstände finden, kann ich sie eh nicht benutzen, da mein Inventar voll ist. So, aber egal. Jetzt sind wir zumindest hier. Sehr schön. Dann können wir zu Garrus zurückkehren, aber wegen dem bin ich eigentlich nicht hier. Oh, der war gut. So. Wir sollen ja hier auch... So, all be weeks müssen, ne? Dann gucken wir erstmal wegen unserem Besen. Was ist hier noch? Die auch so schlecht sind die noch nicht mal. Die müssen identifiziert werden. Die bringen 90. Und dann haben wir hier noch was Außergewöhnliches. Okay. Oh. Aber wir haben jetzt Stufe 22 erreicht. Stimmt, wir können jetzt diese Handschuhe benutzen. Alter Schaden durch Kaukohl. Okay, dann machen wir das. Naja. Böses kleines Gemüse. Was das da wohl ist. Gut, da können wir die eigentlich auch direkt verkaufen. So, da müssen wir zu unserem Besenfreund hier sozusagen. Okay. Können wir auch hier die Schlösser knacken, wenn die Stufe 1 haben? Okay. Der Einbrecherkönig. Jawohl, hier kommt er. So ein bisschen, naja, verrucht vielleicht. So, klar, da müssen wir rein. Aber da will ich noch gar nicht rein. Was ist hier? Willkommen zurück. Ah ja, hier. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Eine Besenverbesserung für Beschleunigung und Geschwindigkeit. Ho. 1000. Huiuiui. Ja gut, wir können was verkaufen. Aber... 1000 ist jetzt nicht wenig, ne? Nur mit unser Besen ein bisschen schneller fliegt. Die ist aber nicht schlecht. Okay, wir können also ein Upgrade kaufen. Dann würde ich aber erstmal ein paar Sachen verticken hier, die wir nicht mehr brauchen. Thank you.
Ja, legendär ist auch nicht schlecht, ne, eigentlich. Die würde ich vielleicht noch behalten. Ja, biometrisch nicht so mein Ding. Das müssen wir noch behalten. Dafür ist eine Besenverbesserung. Naja, brauche ich das, dass der jetzt schneller fliegt und danke so? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich nicht. Bis bald. Ja, bis bald. Aber wir können das ja immer noch nachholen. Das ist ja nicht weg. So, okay, dann können wir unsere Besen verbessern. Schon mal gut zu wissen. Das ist eigentlich hier, okay. So, und dann werden wir als nächstes die Mission machen mit Sirona hier. Mal rausfinden, was es mit diesem Kobold da auf sich hat. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.